So Leute, recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Warte mal kurz. So, jetzt sind wir wieder da. Der macht nämlich irgendwie bei einmal F9 drücken, was ja hier von Fraps immer so ist. So ein komisches Gitterreflecht, was mich jetzt hier schon das eine Mal verwundert hat. Das macht er dann immer. Und das brauchen wir ja nicht. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch Sand. Gravel. Wie sieht's aus? 0,0 Heat. Sehr gut. Das ist also wieder abgekühlt. Das ist abgekühlt. Wie viel haben wir noch hier oben? Nicht mehr viel. Gut. Ja. Ist alles hier drin oder was? Gut. Dann nehmen wir uns wieder Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wir haben hier gar keine Kohle mehr. Das ist ein Ding. Nee, nee. Nee, nee, nö. Nö. Ah, hier, guck mal, hier haben wir noch Kohle. Quatsch. Dann kommt davon die Hälfte da rein und hier die Hälfte rein. So. Dann läuft das ganze Ding wieder. Und zwar packen wir da dann. Haben wir noch irgendwas, was wir da reinpacken könnten? Irgendwelche. Nee, haben wir nicht. Dann nehmen wir wieder Kabel. So, pup, pup, pup. Bap, 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 bap. So, dann kommt hier ein bisschen was drin. So, und die Neune kommen hier noch mit drin. Oder Zähne. Sehr, sehr gut. Und es läuft schon wieder. Herrlich. Guck mal, wie schnell das läuft. Ah, je mehr Energie der hat, umso schneller funktioniert das, oder was? Das ist ja geil. Sehr gut. Das heißt, man kann dann auch ein bisschen schneller noch irgendwas fabrizieren. Wir haben jetzt Glas. Erst wieder 23. Ist ja wohl. Sag mal, hier noch Kohle drin? Jo. Sand rein. Glas raus. 30. Damit brauchen wir noch nicht rausgehen. Das heißt, wir sortieren jetzt erstmal wieder ein bisschen. Hier haben wir was zu essen. Haben wir das hier mit drin? Nee. Essen haben wir hier mit. Ja. So. Das könnten wir eigentlich auch mal brennen. Brauchen wir bald wieder was zu essen? Ist hier noch irgendwo Kohle? Hier ist Kohle. So, wunder. So, komm mal rein. Wir essen heute zeitig. Ach ja. Was ist denn das hier? Randomizer. Access Terminal, Crafting Terminal, Level Emitter, Sawmill, Mixer, Adjustable Emitter. Ach du Schande. Luminator. Hm, schauen wir mal, was macht der? Luminator. Ultra Low Current Cable, Copper Cable. Refined Iron. Glas, Glas, Glas. Naja. Release. Was ist das? Adjustable Emitter hatten wir schon. Wireless Emitter. Transmitter. Mining Pipe. Mining Well. Redstone Transmission. So. Unser nächstes Ziel ist dann wirklich die Quarry. Die wir dann angehen werden. Ich weiß aber noch nicht, wo wir die hinbauen. Weil ich möchte die gleich in der vollen Größe bauen. Sicht. So, können wir uns nochmal schnell hinlegen, damit es schneller geht. Ja, aber. Rich, es ist Nacht und es ist Tag. Sehr schön. Jetzt haben wir jetzt hier Nummer 12, 42. Wird zwar immer noch nicht reichen, aber ich möchte das ja jetzt mal fertig kriegen. So langsam aber sicher. Hier irgendwelche Monster drin. Nö. Gut. Das gefällt mir schon mal. So, wo haben wir denn jetzt hier noch Löcher? Das sieht man bei Glas natürlich immer sehr schlecht oder sehr schwer. So und so. Dum, 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 dum. An sich kann man dieses ganze Farmzeug auch noch ein bisschen effizienter gestalten. Das klappt theoretisch, aber ganz ehrlich, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Das können wir später mal machen, so aus Jux und Dollerei. So, hier hinten ist alles fertig. Ja. Hier auch. Hier auch.
Wir haben eh nur noch 8. Ja, komm, dann machen wir hier vorne irgendwo das hin. Hier, guck mal, hier kommen wir schon mal ein bisschen. Jetzt haben wir noch 3. Bam, bam, bam. So. Das heißt, wie viel Glas braucht man denn jetzt noch? Hier braucht man noch 4. 4. 9. Wieso 9? Ja, 9. 12. 12. 9, also 18, 12, 24, 24, 22. Ja, machen wir mal einen Stack. Wir warten auf einen Stack. Gut. Jetzt nur noch die Frage, wie machen wir das Dach? Ich meine, so geht's ja einigermaßen, aber ich hätte da doch gerne noch irgendwie was ganz Besonderes. Habe ich ja mit. Warum auch nachdenken? Ein Fehler machen doch so schön ist. Hopp, sopp, sopp. So, jetzt gucken wir mal kurz. Einmal so. So. Machen wir es mal ganz klassisch hier. Einfach so eine Kante drumherum. Wow. Aua. Hoffentlich haben wir davon noch hinten ein paar. Wie läuft's hier? 45. Klopfen wir einfach mal einen Ofen mit drin. Hier, 45. Was zu essen hat man hier. Quatsch. So, was wollte ich denn jetzt holen? Die Steinstufen hier. Das sind zwar auch nicht mehr so viele, aber was soll's. Um einmal rumzukommen, wird es hoffentlich reichen. Sup, sup, sup. So, und jetzt von hier. Einfach mal so lang. Zip, 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 zip. Dum, 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 dum. So, dann hat man jetzt das soweit. Wir müssen dann hier noch die Außenkante nehmen. Ne, das nicht. Die Außenkante habe ich gesagt. Oder die Unterkante. Unterkante trifft es wahrscheinlich eher. So, das können wir ja jetzt so machen. So, ne, 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 ne. So. Dip, die dip, die dip, die dip, 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 dip. Der Vorteil ist, dass, also in der Vanilla-Version zumindest, auf Glas keine Monster spawnen. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Das heißt, auf dem Dach kann kein Monster spawnen. Wenn das hier in Tekkit auch so ist. Ich weiß es natürlich nicht, das werden wir irgendwann sehen. Auf der Kante hier können Monster spawnen. Das heißt, wir müssen hier so 3, 3, 3, 3, 3. Warte, wir können. Seit wann kann man denn auf Glas Fackeln platzieren? Das ist doch ganz neu. Oder runterfallen. Das ist ja. Also das verstehe ich ja nochmal gar nicht, ne? So. Rutsch, 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 rutsch.
Ja, gut, jetzt haben wir beleuchtet. Zwar nicht ganz symmetrisch, aber was soll's. So, wie sieht's hier aus? Ah, guck mal, hier hinten ist schon gewachsen. Das kann man jetzt einfach so abschlagen. Man sieht ja dann bis wohin. Und vermehren das jetzt gleich, indem wir das hier reinsetzen. So. Und das reicht dann erstmal wieder mit Ackern. Muss ich auch nicht übertreiben. Ne? So. Wir haben jetzt hier keine Steine mehr. Wir haben gebrannte Steine, ne? Stone, hier. Putsch. Putsch, putsch, putsch. Wum. Wum. So, aber damit muss man ja auch jetzt auf jeden Fall erreichen. Hoffe ich zumindest. Sup, sup, sup. Das kann weg. Ah ne, das brauchen wir. So. Putsch. Wo waren wir denn? Hier waren wir. Sehen wir auf der Minimap. Schön. So. Und weiter geht's. Dann, 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 dann. Und dann haben wir eigentlich unser erstes, ja, eigentlich unser zweites Gebäude. Wir rechnen jetzt mal großzügig unser zweites Gebäude fertig. Bis auf die Lichtproblematik, die wir dann noch später mal klären müssen. Aber so an sich haben wir es dann geschafft. Das ist schon mal schön. Also mir gefällt es. Die Idee, dass wir jetzt wieder etwas fertig gekriegt haben, erfreut mich. Sips, 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 sips. So, und dann stellt sich natürlich die Frage, was machen wir als nächstes? Ich rede ja hier mal von der Quarry. Könnte man machen. Aber sinnvoller wäre vielleicht erstmal ein Sortiersystem, damit man dieses ganze Item-Sortieren nicht mehr so krass hat, wie wir es ja jetzt haben. Was ja auch bei Minecraft ja jetzt nicht nervig ist oder so, aber auf Dauer, wenn man es immer wieder machen muss, weiß ich nicht, macht es halt nicht so viel Sinn, schräg, schräg Spaß. So. Aber da können wir ja später mal drüber nachdenken. So, wartet mal, hier machen wir jetzt mal zu. Brauchen wir ja nicht mehr, dieses Testgebiet. Quatsch. Das wird dann mit der Zeit wieder zugehen. Runter in die Mine will ich jetzt auch nicht unbedingt. So. Frage aller Fragen, wo kommt die Quarry hin? Da oben kommt ja unser Haus hin. Das heißt, irgendwie da in den Berg möchte ich das nicht. Hier hinten haben wir eh so ein komisches Gebilde. Wir klettern mal drauf und verschaffen uns mal einen Überblick über die ganze Sache hier. So, Tiernuff. So, und drüber. Ja. Warte mal. So. So. So, da haben wir Sumpfgebiet. Hier haben wir so einen schönen Berg. So eine Schneise drinne. Ja, da würde ich ja fast sagen, auf den Berg, ne? Guck mal, der baut sich auch noch auf. Oder wir bauen die Quarry hier hin. Müssten dann hier den ganzen Regenwald roden. Was ja jetzt auch kein Problem ist vom Prinzip her. Ja, die Quarry kommt hier hin. Da haben wir hier dann so ein schönes Feld. Wir müssen nochmal gucken, wie groß wir die dann machen. Also, dass hier diese Felsformation brauchen wir ja auch nicht unbedingt. So, was haben wir denn jetzt hier für eine Koordinate? 314. Gut. Weil die größte Quarry, die Quarry-Größe, die möglichsten ist. Klingt doch scheiße. Jetzt habe ich die Zahl schon wieder vergessen. Fuck. Ach Mensch. Guck mal, da ist eine Höhle. Blablabla. Gut, da ist eine Spinne. Ich gehe mal lieber wieder. So, ja, dann würde ich sagen, wir bauen die dann einfach hier hin. Wir nehmen dann hier oben den Punkt, gehen dann halt auf der Höhe weiter. Ja, so kann man das machen. Jetzt nur schnell nach Hause. Wir müssen da natürlich dann wieder ein paar Stirling-Engines bauen können und so. Das heißt, wir müssten dann wahrscheinlich. Wir gucken mal, was die Quarry braucht.
Und zur Not craften wir die dann schon mal. Wir brauchen Lapislazuli für diese Wegpunkte. Das werden wir dann noch sehen, wofür wir die Wegpunkte dann brauchen beim Quarrybau. Ist aber an sich auch was ganz Schickes. Damit gibt man dann an, von wo bis wo die Quarry gehen soll. Weißt du? Ich glaube, das reicht dann auch einfach, wenn man das mit Wegpunkten macht. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. So. Es läuft alles. Wie sieht es hier aus? 53, 9. Herrlich. Es läuft hier immer noch weiter. Einiges haben wir schon geschafft. Die erhitzt sich. Ist aber noch im grünen Bereich. Das ist sehr gut. So, Quarry. Ne, Quarry. Hier ist die Quarry. Warte, wir machen erstmal Enter, damit wir das auswählen können. So, ja. Eisen. Zahnrad, 3 Stück, 2 Goldzahnräder, 2 Diamantzahnräder. Verzeihung. Diamantzahnräder sind einfach Goldzahnräder, die sind Eisenzahnräder mit Gold drumherum, das sind Steinzahnräder mit. Ach du Schande. Gut, ja, was brauchen wir sonst noch? Redstone, gut, das war's ja, ist ja eigentlich einfach. Quick Demolisher. Model Disassembling, nee. Liquid Crafter, Liquid Router. Liquid Composer, Quartz Grindstone, Quartz Crystal, Quartz Crystal, Aquarius Accumulator, Portable Tank, Liquid Empty, Monster Spawner, Squid, was ist denn ein Squid, Alter? Ach, hier, okay. Wie produziert man denn den? Kann man den produzieren? Nee, kann man damit was machen? Nee, kann man nicht. Okay. Achso, die Eier. Gut. Also, für die Quarry braucht man Diamanten. Wir haben einen Diamanten. Dementsprechend müssen wir dann wieder mit unserer ganzen Sammlung, oder was heißt mit der ganzen Sammlung, mit den, na sag schon, hier, Dingenskirchen, wisst ihr? Ah, Mensch, Mining Turtles. Einfach mal runter in die Mine, um dann dort den ganzen Kram so weit zu erzeugen. Ach, die Pumpe kann man hier auch holen. Monster Loot, haben wir da was? Nö. Grünzeug und Nahrung, da kommt das mit rein. Das kommt da rein. Komm, das kommt da so mit hin. Beschissen. Holz da rein und hier die Erde rein. So, dann brauchen wir aber nochmal Eisen. Hier. Und Sticks, ganz klar. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt hier? Pulverized. Ne, das ist Zinn. Pulverized Quartz-Test. Zinn. Zinn. Wir können pulverisiertes Eisen. Ah, hier. Iron. 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 Gut. Das Ganze kloppen wir dann mal hier so rein. Und wenn wir uns auch hier so ein automatisches Ding machen werden, pass mal auf. So. So, wie war denn das? In der Transportpipe raus. Das heißt, wir brauchen da am Boden ein Loch. Dim, 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 dim. Holzzeug. Das haben wir. Und dann brauchen wir noch eine Truhe. Hier. Warte mal, das hier mache ich immer weg. Hat er nicht mit dem Schwert. Einfach schön mit der Hand. So, und dann kommt da Chest dran. So. Das dann dort dran. Dann kommt da der Ofen drauf. So. In den Ofen kommt Kohle. Bisschen mehr Kohle. Bisschen viel Kohle bräuchte man da vielleicht. So, das kommt da rein. So, und oben kommt dann, wie sind das eigentlich? Kann man aus so einer Truhe auch raus transportieren? So, und Truhe dahin. Geht dann von da was raus? Gucken wir mal kurz, kann man denn? Das kann man. Nee, geht nicht raus. Wie kriegt man denn aus Truhen etwas raus? Naja, brauchen wir erstmal den Trichter ran. Den hatten wir hier, wa? Ja. Hoppa. Ist uns zwar nicht ganz so,
super, weil man dann immer nachfüllen muss. Aber das muss man ja sonst so auch. Batsch, batsch, batsch. Das soll gebrannt werden und geht dann da rein. Gucken wir mal kurz, ob das klappt. Tütsch und Ding. Jetzt sieht das nicht raus. Müssen wir das irgendwie rausziehen oder was? Keine Ahnung, Leute. Also, jetzt, naja, so haben wir wenigstens Titel. So und so. Vielleicht kommt das Ding auch einfach nicht mit dem Zeug klar, dass das nicht so kompatibel zueinander ist. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir hier Eisen. Wir werden uns nämlich auch eine komplette Eisenrüstung craften. Was haben wir denn überhaupt schon an Eisenrüstung? Den Brustpanzer. Okay, dann brauchen wir einen Hut. So. Brauchen Schuhe. Nee. Nee. Ah, so. Gut. Und was brauchen wir noch? Hosen. Sub, 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 sub. Quatsch. Hose. Sehr schön. E. Anpellen, anpellen, anpellen. So, dann haben wir das. Dann bräuchten wir noch einiges an Werkzeug. Und zwar machen wir einfach mal drei Eisenspitzhacken. Die kommen darüber. Dann bräuchten wir, sagen wir mal, vier Schaufeln, weil wir haben ja keine Schaufel mehr. So, dahin, dahin, dahin und dahin. Das kommt dahin. Gut, brauchen wir sonst noch was? Das Sticks nehmen wir uns mal mit, um dann noch Fackeln zu machen. Wobei Fackeln können wir uns auch so schnell machen. So und so. Hübsch. Und Eisenäxte. Denn bevor wir jetzt in die Mine runtergehen, brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Kohle. Sup, 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 sup. Das heißt, hier kommt das rein. Das kommt hier rein. Die Transportpipe kommt hier mit rein. Fackeln da erstmal hin. Die Chest, ja, brauchen wir eigentlich noch nicht. Aber wir behalten sie mal im Inventar. Dann legen wir uns mal schnell hin. Dum, 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 dum. So. Und guten Morgen. So. Dann gehen wir jetzt mal schnell zum Dschungel dahinter. Also zum zukünftigen Bauort der Quarry. Du holst da schon mal die ersten Bäume ab. Den Kopf senken. Nee, hiermit. So, super. Dann ruppen wir mal den ganzen Kram hier weg. Ja? Das wäre jetzt ökologisch nicht so. So. Wieso jumpt er hier um mich herum? Will er mich provozieren oder was? Weißt du, wenn ich ihn dann angucke, weil er mich erschreckt? Und ich will ja der Boomer hier. Darf dann wieder die Beine in die Hand nehmen. Ist hier noch irgendwo ein Baum? Da. Ich korrigiere, da war noch ein Baum. So, weg mit dir.
Der ist ja süß. Dum 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 dum. Pitch. So. Mann. Was sind das für komische Bäume hier, ey? So. Ach du Schande, was ist denn das für ein Baum? 3 hoch? Ja. Wahnsinn. Da wird ja die Axt nicht reichen, wa? Ja, wie erwartet. Nimm mal die nächste Axt. Was ist denn das? Rubberwood. Ja. Wow. Ja. Alter Verwalter. Ja, dann musst du dann erstmal stehen bleiben. Darum können wir uns kümmern, wenn wir dann mal ein Jetpack haben. Dann fliegen wir einfach mal da hoch. So, Kühe, okay. Wir könnten hier natürlich auch einfach einen Brand legen, ne? Boah, was ein Baum. Wahnsinn. So. Haben wir hier noch was? Das Inventar ist voll. Sehr schön. Und ab geht's zurück. Habe ich eigentlich was zu essen mit? Oh, dass die Rubberbäume so groß werden, ist ja Wahnsinn. Weil da musst du ja 9 Setzlinge pflanzen. Boah, krass. Das ist immer geil. Und die Bäume da hinten, die sehen auch geil aus. Ich finde, diese Tropenbäume sind irgendwie die schönsten Bäume in Minecraft. Weil sie halt ihrem Original auch so schön entsprechen. Also dann halt Stamm, wo dann mal so eine kleine Krone ist. Und dann geht es wieder weiter. Und dann kommt noch eine Krone. Das ist schön. So. Dann können wir jetzt mal schön hier noch Kohle produzieren. Beziehungsweise damit jetzt mal in dieser Folge anfangen. So, und zwar. Patsch, patsch. Patsch. Patsch, patsch. So, weil da noch was drin ist. Okay. So, patsch, patsch. Was ist da hinten los? So und so. Ich glaube, jetzt einfach mal alles rein. Ah, nicht mit Kohle hier feuern. Ist ja nur des Wahnsinns oder was? Ne, so und so. Und hier machen wir dann. Ist nicht Oakwood? Junglewood. Ach, Schiete. Das so halt. Ja, auch egal. So. Haben wir hier Grünzeug, Jungle, Rubber-Settle, so, Kakao. Jo. Oakwood, besser Holz. Wie der Name schon sagt, das kommt da hin. Glas kloppen wir hier mit rein. Dann haben wir hier ein bisschen Kohle schon. Die Truhe. Das brauchen wir eigentlich nicht. Äxte brauchen wir da unten auch nicht. Haben wir ein bisschen mehr Platz. So und so. Das Essen. Wäre nicht schlecht. Und dann die Mining Turtles. So. Damit wären wir dann eigentlich schon bereit, da runter zu gehen. Aber wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Deshalb warten wir das jetzt mal ab. Ich lasse das mal kurz laufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, eine schöne Nacht. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft mit Schulle. Bis dahin. Tschüss.